Sie zündeten bengalische Feuer und demonstrierten trotz eines Corona-bedingten Versammlungsverbots. In Polens Hauptstadt Warschau sind erneut Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts protestiert. Nach Angaben der Veranstalter war es der größte Protest, seit das polnische Verfassungsgericht am 22. Oktober entschieden hatte, dass Frauen auch dann nicht abtreiben dürfen, wenn ihr Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Abtreibungen sind nur noch dann legal, wenn die Gesundheit der Schwangeren in Gefahr ist oder die Frau vergewaltigt wurde. Auch in anderen polnischen Städten wird seit der Gerichtsentscheidung protestiert. Die Wut der Menschen richtet sich vor allem gegen die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, ihren Parteivorsitzenden Jarosław Kaczynski und die im Land sehr einflussreiche katholische Kirche. Ich komme aus einer katholischen Familie und ich kämpfe mit dem, was meine Eltern über all das denken. Aber ich versuche mit ihnen zu reden und ihnen die Augen zu öffnen, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Gesellschaft seit Jahren unter einer schrecklichen Krankheit leidet. Die Zeit für einen Kompromiss ist vorbei. Die Frauen haben gesehen, wie ihnen ihre Rechte weggenommen wurden. Sie wollen sie zurück. Präsident Andrzej Duda will es trotzdem noch einmal mit einem Kompromiss versuchen und hat eine Gesetzesinitiative angekündigt. Er will einen Schwangerschaftsabbruch zumindest in den Fällen wieder erlauben, in denen das Kind tot zur Welt kommen würde.